Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge im Raus aus deinem Kopf Podcast. Und heute schauen wir uns mal die Freude genau an. Ganz viele Menschen streben ja danach, mit Freude durchs Leben zu gehen. Und wir gucken uns heute an, wozu ist Freude überhaupt gut? Warum freuen wir uns denn überhaupt? Was macht sie? Was hat sie für einen Zweck, für eine Funktion? Und vielleicht, wie kann ich auch mehr Freude in meinen Alltag einladen? Und wie genau fühlt sich Freude an sich an? Freude. Ach, kennt ihr diesen Ausspruch? Es hat mir besonders große Freude bereitet oder dich zu treffen, war mir eine besondere Freude. Manchmal wird Freude einfach nur als Redewendung benutzt. Aber wenn du wirklich in dich hineinspürst, wo fühlst du denn Freude im Körper, in deiner Körperempfindung? Macht Freude dich leicht und locker? Oder macht Freude dich eher schwer und standfest auf den Boden? Und die meisten Menschen beschreiben Freude als etwas, was Leichtigkeit mit sich bringt. Wenn dir Dinge leicht von der Hand gehen, plötzlich ist alles nicht mehr so schwer. Und du kannst es auch am Körper sehen. Wenn Menschen sich freuen, dann ist alles so leicht und beschwingt und geht nach oben. Und das letzte Mal, als ich so richtig intensiv meine eigene Freude wahrgenommen habe und vor allen Dingen auch den Gedanken daran, dass ich dieses Gefühl gar nicht so häufig habe, wie ich gedacht hätte, dass es in meinem Leben ist, war im Februar 2019. Und da war ich nämlich mal wieder seit langer Zeit Skifahren. Ich fahre Ski, seitdem ich 3 Jahre alt bin. Und habe das die letzten, ich glaube, 3, 4 Jahre nicht mehr so sehr gemacht. Aber Skifahren war immer ein großer, großer Teil meines Lebens. Und dann bin ich im Februar alleine in den Skiurlaub gefahren. Ich war 5 Tage unterwegs. Und dann stand ich auf der Piste und es waren kaum Menschen da, weil es nicht gerade die Saison ist, wo viele Skifahrer unterwegs waren, weil keine Ferien sind. Also ich stand alleine oben auf dem Berg. Rechts von mir war der Lift, vor mir war diese gut präparierte Piste. Es war strahlend blauer Himmel mit so ein paar Wölkchen. Ich konnte nach hinten gucken und ich konnte den Dachstein sehen. Die Luft war frisch und dann konnte ich Gas geben. Dann habe ich mich auf meine Ski gestellt und habe so wunderbar gecarved und war so in diesem Flow des boah, rechts, links. Und es hat einfach so Bock gemacht. Und ich habe während des Skifahrens gelacht und gedacht, boah, wie geil ist das denn bitte? Wie schön fühlt sich das an? Ich konnte singen und war so in diesem Flow. Und dadurch, dass ich ganz alleine war, konnte ich natürlich auch langfahren, wo ich wollte. Ich musste mich mit niemandem absprechen. Ich konnte einfach nur meinem eigenen Gefühl folgen. Und als ich dann im Lift saß, meistens gibt es ja so Sessellifte, ich weiß nicht, ob du schon mal Ski gefahren bist, saßen halt noch andere Leute mit mir. Und dann habe ich so denen zugehört, worüber die sich so unterhalten. Und dann haben die halt geredet, ja, wann wollen wir Pause machen? Haben sich irgendwie teilweise auch über die Mitfahrer oder Miturlauber, mit denen sie unterwegs waren, beschwert, weil ihnen das nicht passt und das und der ist komisch. Und ich saß da so für mich in meiner Glückseligkeit, möchte ich fast sagen, und habe gedacht, boah, wie schön ist es, was für einen Luxus habe ich, dass ich hier gerade ganz allein sein kann, dass ich das genießen kann, dass ich mit niemandem mich absprechen muss. Aber dieser ganz besondere Moment war, ich bin da eine Piste immer wieder rauf und runter gefahren, weil die einfach so toll war, weil das so im Flow war. Und da habe ich gemerkt, krass, dieses Gefühl möchte ich viel öfter in meinem Leben einladen. Ich bin grundsätzlich ja eher jemand, der die Dinge auch positiver sieht und nicht so schwer, sondern ich würde vielleicht sagen, die Dinge so sieht, wie sie sind. Weniger dramatisch, noch weniger krass euphorisch, aber so ein Grundvertrauen ist in mir. Und da habe ich gemerkt, boah, dieses Gefühl der Freude und Leichtigkeit, das habe ich gar nicht so oft, weil ich so sehr im Arbeiten Dinge tun will, auch wenn das, was ich tue, genau das ist, was ich als endlich das gefunden habe, was ich machen will, was meine Mission ist und Vision ist, merke ich, dass mir manchmal diese Leichtigkeit abhanden gekommen ist. Und da war es wieder dieses Gefühl und dann wusste ich, boah, das möchte ich gerne wieder öfter in mein Leben einladen. Und warum? Freude hat nämlich eine Funktion. Und bevor ich in die Funktion reingehe, frag dich doch mal, wann hast du das letzte Mal so richtig Freude gespürt? Diese Leichtigkeit. Und ob es vielleicht auch etwas ist in deinem Leben, was mehr Platz haben darf.
Und ich habe erst gerade ein Buch gelesen, da ging es auch um das Thema Freude und um das Thema Business. Und wie wäre es, wenn ich alle Dinge im Leben einfach mit der Freude des Ausprobierens angehe? Und wir sind gesellschaftlich leider so oft darauf getrimmt, ein Ergebnis zu haben, eine Leistung. Ja, also wir gehen vielleicht zum Sport, weil wir fit sein wollen, weil wir abnehmen wollen. Wir machen dies und jene Weiterbildung, weil wir danach mehr Geld verdienen wollen. Und wo bleibt da die Leichtigkeit und der Freude rein um des Tun-Willens, sich, wie ich in diesem Moment beim Skifahren, nur diesen Bock darauf hatte, das gerade zu tun. Da gab es ja kein Ergebnis. Mein Ziel war ja nicht, okay, ich komme unten wieder am Lift an, das ist mein Ziel, check, done. Sondern es war in diesem Moment sein. Und das ist, was Freude macht. Freude hat die Funktion, Kooperation zu schaffen und dass ich etwas wieder tun möchte. Einige beschreiben das ja auch zum Beispiel mit einer Kombination von Stolz, wenn sie Dinge geschafft haben, wie zum Beispiel zum Sport gegangen zu sein, dass danach dann diese Freude und Zufriedenheit damit auch einherkommt. Also Freude hat die Funktion und den Zweck, dass ich mich kooperativ verhalte, dass ich etwas wiederholen möchte. Und sie kommt vor allen Dingen dann, wenn ich mir einen Wunsch erfüllt habe oder ein Bedürfnis erfüllt wurde. Und jetzt ist es spannend hinzuschauen, wenn ich mir einen Wunsch erfülle, vielleicht ist es ein materialistischer Wunsch. Spüre ich da richtige Freude, weil ich etwas gekauft habe? Und wie lange hält das an? Oder gibt es auch unterschiedliche Qualitäten und Dauer von Freude? Ist es anders, wenn ich etwas mache und mittendrin bin? Ist das eine andere Art von Freude? Oder die Freude, weil ich mir ein Geschenk erfüllt habe, einen Wunsch erfüllt habe? Und bei der Freude gibt es nämlich auch auf eine Sache zu achten. Freude ist nämlich dysfunktional, wenn sie die ganze Zeit in Euphorie endet. Und wenn ich nämlich in der Euphorie bin, dann verliere ich komplett die Bodenhaftung. Dann sehe ich nicht mehr, was noch anderes möglich sind. Dann bin ich wie in einem Rausch. Und es geht mir nicht um das Rauschgefühl, sondern um dieses, wow, ich nehme das bewusst und klar wahr und komme in die Aktion und kann mich dadurch auch bewegen. Und die Frage, die mir da mal hilft, um zu gucken, okay, ist meine Freude mir gerade dienlich? Oder schwebe ich die ganze Zeit nur noch oben und habe vergessen, wie die Bodenhaftung ist? Dann kann ich mir ganz einfach die Frage stellen, habe ich noch Bodenhaftung? Und damit meine ich nicht diesen Moment der Freude zu unterbrechen, sondern einfach zu schauen, wo bin ich gerade? Bin ich in einem Rausch oder bin ich einfach in einem leichten Gefühl von Freude? Und das ist auch die Aufgabe, die ich dir gerne für die nächste Woche in der Wahrnehmung für dich mitgeben möchte. Achte doch mal darauf, ganz gezielt auf Momente, wo du dich freust. Wo hast du Freude gespürt in der kommenden Woche oder bis du dir die nächste Podcast-Folge anhörst? Welche Momente sind voller Freude? Und entweder du hast wenige Momente oder einige oder viele Momente. Oder vielleicht fällt dir auch auf, dass da gar kein Moment ist oder viel zu wenig. Und dann aufzupassen, dass du nicht in eine Bewertung über dich reinfällst und sagst, haha, ich bin so toll, weil ich habe ganz viele Momente der Freude, weil dann trickst dich dein Ego wieder aus und dann fühlst du dich ja erhabener, besser als jemand, der wenig Freude hat, weil du gehörst ja zu denen, die viel Freude haben. Oder die Bewertung andersrum, die sagt, krass, ich hatte voll wenig Freude oder gar keine. Oh Gott, ich habe mir ein Leben aufgebaut, das ist ein Fail. Achtung. Auch hier versucht dein Ego wieder die Erkenntnis, über die du dich selber hast, gegen dich zu nutzen. Sondern einfach zu gucken, hey, wie ist denn gerade der Zustand für mich in meinem Leben, in meiner Lebensphase? Und dann kannst du dir ganz anschauen und sagen, was möchte ich denn? Habe ich zu wenig Freude? Möchte ich mehr Freude einladen? Dann gezielt zu suchen, mit welchen kleinen Dingen kann ich mir Freude bereiten? Ist es etwas, was ich tue, nur um des Tuns willen? Ist es etwas, was ich kreiere? Denn in Freude steckt auch Inspiration. Wenn Leichtigkeit kommt, kommt Kreativität. Dann bin ich inspiriert und kann Dinge erschaffen. Bin auch übrigens bereit zu Veränderung. Und wenn Freude da ist, hat Angst keinen Platz.
Weil Angst will ja, dass ich mich nicht verändere, dass ich auf mich Acht gebe. Aber wenn Freude da ist, bin ich bereit für die Veränderung. Und da einfach in den nächsten Tagen für dich hinzuschauen. Wie viele Momente der Freude habe ich denn? Oder habe ich nicht? Und ist es genau so, wie ich es gerne hätte? Und wenn es nicht so ist, was kann ich tun, um mehr Freude in mein Leben einzuladen? Und diese letzte Frage, was kann ich tun, soll keine To-Do-List sein, die wieder anstrengend ist, die abzuarbeiten ist und wieder, oh Gott, jetzt muss ich auch noch mehr Freude in mein Leben einladen, sondern einfach die Frage zu stellen, wie kann es noch besser werden, wie kann ich Freude in mein Leben einladen, ohne darauf die Antwort unbedingt wissen zu müssen. Sondern vielleicht auch dann so dem inneren Gefühl auf die Spur zu gehen und zu schauen, was würde mir Freude bereiten? Was hat mir früher Freude bereitet? Macht es mir heute immer noch Freude, wenn ich das tue? Oder habe ich mal etwas aus Freude begonnen und ich merke, heute ist die Freude gar nicht mehr da? Und was kann ich machen, um mir diese Leichtigkeit zurückzuholen? Und das sind die Fragen bis zur nächsten Podcast-Folge, wenn ich dich wieder begrüßen darf, reinzuhören, die Zeit, die du dir für dich nimmst. Und ich will dir danken dafür, dass du dir wieder die Zeit genommen hast für die heutige Folge. Und mich interessieren natürlich deine Gedanken, deine Erkenntnisse, deine Entdeckungen raus aus deinem Kopf über dich, die du in den nächsten Tagen machen wirst. Deswegen freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes oder schreib doch auf Instagram oder Facebook, was waren deine freudigsten Momente? Was hast du über dich und die Freude entdeckt? Bis zum nächsten Mal.